Kollege Kiesewetter. Der nächste Redner ist Dr. Tobias Lindner für Bündnis 90 Die Grünen. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wohl jeder von uns weiß noch, wo er am 11. September 2001 war, als diese schrecklichen Bilder über die Fernsehmonitore kamen. Ich will für mich persönlich sagen, es mag ja individuell nachvollziehbar sein, dass die NATO kurz danach den Bündnisfall nach Artikel 5 festgestellt hat. Aber ich glaube heute mit einer gewissen zeitlichen Distanz, ob das wirklich sinnvoll und die richtige Entscheidung war, daran habe ich meine deutlichen Zweifel. Und ich will hinzufügen, mit diesem zeitlichen Abstand, dass heute immer noch der Artikel 5-Fall nicht aufgehoben ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schlichtweg anachronistisch. Dass wir alle Jahre wieder über Bundeswehrmandate hier reden, das ist gut und das ist vernünftig. Aber, Herr Staatsminister, meine Damen und Herren von der Bundesregierung, dass Sie uns nun zum wiederholten Mal im Jahresturnus ein Mandat vorlegen mit einer anachronistischen Begründung, das ist alles andere als vernünftig. Sie schreiben ja selbst in der Begründung des Mandats, dass Sie die Grundlage für überholt halten. Sie schreiben ja, dass nach Auffassung der Bundesregierung sowohl die ursprüngliche Ausrichtung dieser Mission der Einsatzrealität nicht mehr gerecht wird, als auch die Kopplung an den Artikel 5 des Nordatlantikvertrages nicht sinnvoll ist. Außenminister Steinmeier hat ja bei der letzten Beratung dieses Mandates hier in diesem Hohen Haus gesagt, ich zitiere wörtlich, der Bündnisfall kann heute mehr als 12 Jahre nach 9/11 nicht mehr dauerhaft tragfähige Rechtsgrundlage sein. Dieser Auffassung schließen wir uns an. Jetzt haben Sie angekündigt, dass Sie das Mandat beschränken wollen auf ein halbes Jahr, dass die Bundesregierung sich für die Entkopplung einsetzt. Das tun Sie seit mehreren Jahren, holen sich dabei regelmäßig in verschiedenen europäischen Hauptstädten auch Abfuhren dafür ab, was schade ist. Aber wenn wir da Hoffnung haben, dass es vorangeht, wenn es im Sommer tatsächlich ein Ergebnis geben sollte mit dieser Entkopplung, dann ist das nichts, was wir bedauern, sondern was wir begrüßen werden. Nur muss man dann immer noch fragen, ob ein entkoppeltes Mandat in sich eine vernünftige Lösung für die Herausforderungen, für die Sicherheitssituation im Mittelmeerraum ist. Sie haben es ja selbst gesagt, was heute stattfindet, Lagebildgenerierung, Seeraumüberwachung, das sind im Normalfall Routineaufgaben, die die NATO sowieso durchführt. Und Kollege Kiesewetter, wenn Sie erwähnen, was man alles tun kann an Kooperation, an Austausch, an Maßnahmen unterhalb von Einsätzen, um diesen Raum sicherer zu gestalten, dann klingt für mich persönlich da einiges durchaus sympathisch und wo ich sagen kann, da kann man in die Diskussion eintreten. Nur, meine Damen und Herren, brauchen wir dann zwingend ein solches Mandat dafür? Warum führen wir dieses Mandat nicht wirklich auf die Routineaufgaben zurück? Und warum beenden wir nicht dieses Mandat, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und ein letzter Punkt. Der Artikel 5 des Nordatlantikvertrages erzwingt uns nicht zum Handeln. Wenn auch immer wieder so getan wird, es gibt hier keinen Automatismus. Und nachdem alle Redner hier in dieser Debatte ja unsere Auffassung teilen, dass der Artikel 5-Fall als Grundlage für dieses Mandat nicht mehr zeitgemäß ist, dann würde ich mich freuen, wenn Sie sich unserer Auffassung anschließen können. Dieses Mandat ist nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr seine Begründung. Sie haben uns wie alle Jahre wieder dieses Mandat mit der anachronistischen Begründung vorgelegt. Wir auch in den Vorjahren auch, wird unsere Fraktion dafür werben, dieses Mandat abzulehnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Lindner. Letzte Rede.